Wir sind hier vor der Johanneskirche, eine von drei Kirchen im Hammer Norden. Christel Schmidt als Pfarrerin und Markus Wesselmann von der unteren Denkmalbehörde haben einige spannende Geschichten zu erzählen. Ja, die Johanneskirche ist für mich eine ganz besondere Kirche. Sie ist ja einmalig in der Bauweise hier im Kirchenschiff, unheimlich viel Holz. Von außen eher unscheinbar, aber wenn man in die Kirche reinkommt, ist es ein richtiges Kleinod. Und ich habe diese Kirche in der Zeit, in der ich hier tätig bin, lieben und schätzen gelernt. Sie ist wirklich eine besondere Kirche, auch wegen der Entstehung. In der Nazizeit gebaut, in 1938. Und wir haben mit Frank Milra damals das 75-jährige Jubiläum gemeinsam gefeiert. Das war kurz bevor er dann die Gemeindearbeit verlassen hat und dann ein Jahr später dann Superintendent wurde. Wir kommen ja beide aus dem südlichen Teil von Hamm. Ich habe den Hammer Norden ja lieben und schätzen gelernt über meine Arbeit. Was ist für Sie der Hammer Norden? Sicherlich mehr aus dem Blickwinkel von Gemeinde, aber der Hammer Norden ist ja schon was Besonderes, oder? Genau, der Hammer Norden ist für mich das Besondere, dass eine gute Vernetzung ist zwischen Gemeinde und den verschiedenen Akteuren, Stadtteilarbeit, die Kitas, Familienzentrum, Politik, Nordner Vereine, Arbeitsgemeinschaft, wo auch viel besprochen wird, abgestimmt wird. Also das habe ich hier als was Besonderes erlebt. Und das schätze ich auch. Sie sind ja auch aktiv im Bereich der Jugendarbeit, also die Jugendarbeit hier nebenan im Gemeindehaus. Sie sind auch erste Vorsitzende des Trägervereins. Und die Stadtteilarbeit ist ja entstanden aus Problemen mit Jugendlichen. Und da hat die Kirche sich ja auch immer schon engagiert. Das Gemeindehaus war eigentlich immer schon für Jugendarbeit offen. Und ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren eine schwierige Situation, personell auch im Grunde genommen schlecht ausgestattet. Und das hat sich ja zum Glück auch noch mal verändert. Und ich kann eigentlich nur Danke dafür sagen, so dass wir hier in der Kirche sein können. Da freue ich mich eigentlich sehr darüber, dass Gemeinde und Stadtteilarbeit an dem Punkt sehr gut zusammenpassen. Und Sie haben es ja auch gesagt, die Verbindung von verschiedenen Institutionen hin bis zu den Nordner Vereinen, dass das eigentlich sehr gelungen hier ist. Und für mich ist so die Kirche auch ein Kristallisationspunkt hier in der Stadtteilarbeit und war schon lange da, bevor es offizielle Stadtteilarbeit eigentlich gab. Sie haben es gesagt, 1938 eröffnet. Ja, also ich finde es immer eine Bereicherung, auch wenn die Johanneskirche für Kulturveranstaltungen des Nordener Sommers benutzt werden kann und darf. Und das zeigt eben auch die gute Zusammenarbeit. Hallo Markus Wesselmann. Untere Denkmalbehörde der Stadt Hamm, an einem historischen Ort, eigentlich dein Wohnzimmer, weil ich fand das immer faszinierend, was du über diese Kirche erzählen kannst aus dem Stegreif. Ich kann mir das alles gar nicht merken. Ich weiß nur so ein paar Eckdaten, die finde ich auch faszinierend an dieser Kirche gebaut. Gegen den Widerstand der Nazis, 1938 eröffnet. Pfarrer Martin Berthold, der damals da ganz aktiv war und rund um diese Gemeinde geguckt hat, dass dieses Gebäude gebaut wird. Was fasziniert dich am meisten an dieser Kirche? Ja, der besondere Bezug zu dieser Kirche, der kam eigentlich schon lange vor meiner Tätigkeit bei der unteren Denkmalbehörde und auch schon lange bevor vor meinem Architekturstudium. Und zwar bin ich ja hier schon mit 16 Jahren in den Posaunenchor gekommen und mich hatte damals schon dieser tolle Holzkirchenraum also besonders fasziniert, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, weil ich gelernter Tischler bin und natürlich diese Affinität zum Thema Holz war bei mir natürlich von Anfang an immer schon irgendwie vorhanden.
Und das hat man ja nicht so häufig, so einen, oder in Hamm eigentlich gar nicht in dieser Form, so einen schönen gebauten Holzraum, was eigentlich ja aus der Not geboren war. Denn eigentlich sollte hier eine Stahlbetonkirche entstehen. Letztendlich hat man aus der Not eine Tugend gemacht. Unter den Nationalsozialisten gab es ja schon den sogenannten Vierjahresplan, wo halt entsprechend Stahl einzusparen war für die Rüstungsindustrie. Und der Architekt Bernhard Hopp bzw. die Architekten Hopp und Jäger haben dann auf das Material Holz ersatzweise sozusagen zurückgegriffen und hier eine Kirche mit einer tragenden Holzkonstruktion errichtet und mit Außenmauerwerk. Es gibt ja ähnliche Bauten, die sich auch noch mal anschließen, sowohl von der Gestaltung als auch vom Material. Das ist ja schon sehr ähnlich, dieser Bereich Tonnenplatz, der sich ja in dieser Achse hier auch noch mal anschließt. Ja, richtig. Das also ganz bewusst inszeniert. Die Siedlung am Tonnenplatz entstand ja schon vor der Erbauung der Kirche. Es war so die erste große Siedlungsplanung im Hammer Norden nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt. Und die Namen sagen es ja auch schon, Holsteinstraße, Tondernplatz, Schleswigstraße. Also da ist ja schon inhaltlich bei den Straßennamen der Bezug zum Norden. Und von daher hat schon die Architektur, das war ja damals die gerade frisch gegründete Hammer gemeinnützige Baugesellschaft, die HGB, die erste Großsiedlung oder überhaupt die erste Siedlung der HGB. Und die Architekten der HGB haben sich damals sicherlich auch bewusst schon dort das Vorbild genommen der norddeutschen Backsteinarchitektur, die ja im norddeutschen Raum ja sehr bewusst, sehr prägend historisch ist, und haben das rezitiert, quasi hier in dieser Siedlung. Und ganz bewusst haben die Architekten und Stadtplaner dann diese Kirche hier in der Achse vom Tondernplatz hier diese Sichtachse hergestellt und diese Kirche genau hier platziert, sodass sie dort sozusagen als Point de Vue vom Tondernplatz aus mit dem Turm und mit der Eingangsfassade, mit dem Portal und der Treppenanlage so bewusst in einer Anhöhe als Burg inszeniert ist. Und dann natürlich auch eben entsprechend auch im Backstein, ganz in dieser Tradition. Wenn man die Kirche betritt, fällt einem erstmal dieses Tonnengewölbe auf. Es gibt ja, oder es gab Pläne, ein Taufbecken hier zu bauen. Ein Taufbeckenentwurf ist auch von Ernst Barlach gemacht worden, soweit ich das weiß. Der ist aber nicht realisiert worden. Und es gab wohl mal Initiativen auch, noch mal im Nachhinein die Entwürfe umzusetzen. Dazu kam es dann nicht. Wenn ich das richtig weiß, sind also Entwürfe hier zu dem Taufbecken auch ausgestellt worden. Ernst Barlach gilt ja als entarteter Künstler während der Nazizeit. Und deshalb ist es vielleicht dazu auch nicht mehr gekommen. Oder gibt es noch andere Gründe, die dir bekannt sind? Ja, der ganz einfache Grund, warum es nicht realisiert wurde, ist, dass er Ernst Barlach über die Arbeit verstorben ist. Es ist also wirklich, es war ja der herausragende Bildhauer und Künstler seiner Zeit. Wie gesagt, du hast es erwähnt, als entartet, diffamiert worden von den Nationalsozialisten. Seine Kunstwerke wurden noch zu Lebzeiten von ihm zerstört, weggebracht und entwendet, eingelagert. In dieser berühmten Show der Nationalsozialisten entartete Kunst in München wurden seine Werke ausgestellt und ganz natürlich, er bekam auch keine Aufträge mehr. Und das ist eigentlich umso bemerkenswerter, dass also wirklich hier die Kirchengemeinde sich wirklich, ich sage mal in Sichtweise der Nazis, sich erdreistet hat, die Kirchengemeinde, diesen Künstler, obwohl er schon als entartet galt, zu beauftragen, einen solchen Torfstein hier zu fertigen, das ist wirklich schon ein Affront gewesen. Und von diesen Zeugnissen gibt es hier mehrere in der Kirche. Und das ist wirklich sehr außerordentlich bemerkenswert. Es wurden tatsächlich ja
mehrere Kirchen oder gar nicht so wenige Kirchen in der Zeit des Nationalsozialismus gebaut. Hier gab es mal 2009, war das, glaube ich, eine Ausstellung, Christenkreuz und Hakenkreuz, hier in der Johanneskirche. Es war eine Wanderausstellung. Das waren Kunsthistoriker, die das Thema hatten, Kirchenbau in der Nazizeit. Und die haben halt, wie gesagt, das erforscht und herausgefunden, dass also gar nicht so wenige Kirchen in der Nazizeit entstanden sind. Auch die Architekten Hopp und Jäger haben in dieser Zeit mehrere Kirchen entworfen, vor allen Dingen im Norden Deutschlands. Aber so spät, 1937, 38, das ist ja schon eine Zeit, wo das Nationalsozialismus sich ja wirklich fest manifestiert hatte in Deutschland, dass 33, 34 noch Kirchen entstanden, ist ja gar nicht so abwegig. Aber dass 1937, 38 noch so eine Kirche gebaut wird und dann mit so einem offensichtlichen Opportunismus gegen die nationalsozialistischen Machthaber, das ist wirklich absolut schon einmalig. Und findet sich wahrscheinlich nur ganz selten sonst noch in Deutschland. Die Kirche hatte sich ja gespalten in Deutschchristen und in die bekennende Kirchengemeinde. Die bekennenden Christen hier um Pfarrer Martin Berthold, der wirklich eine herausragende Persönlichkeit war in der bekennenden Kirchengemeinde und sehr offen gegen die Nazis agiert hatte, dass er sich da hier durchgesetzt hat mit diesem Kirchenbau gegen erheblichen Widerstand der nationalsozialistischen Macht dabei vor Ort, das ist wirklich sehr außerordentlich.